Servus, hallo, ich bin wieder mal am Fluss unterwegs und heute würde ich gerne ein paar dicke Friedfische fangen. Dazu habe ich mir einen sehr interessanten Spot ausgesucht, nämlich die Steinpackung. Warum ich ausgerechnet in der Steinpackung angel und wie ich das mache, das seht ihr in diesem Film. Dranbleiben! Warum habe ich mir jetzt ausgerechnet die Steinpackung als Angelstelle ausgesucht? Es gäbe ja wesentlich bequemere Angelstellen. Es gibt aber zwei Gründe, die sehr für die Steinpackung sprechen. Der erste Grund ist, in der Steinpackung ist immer ein Angelplatz frei. Fast jeder Fluss hat kilometerlange Steinpackungen und da findet man immer ein Plätzchen, auch am Wochenende, auch am Feiertag, wenn die normalen Spots absolut belagert sind. In der Steinpackung kann man immer angeln. Und der zweite Grund, und der ist noch wesentlich wichtiger, die Steinpackung ist ein absoluter Fischmagnet. Warum die Fische die Steinpackung so gerne mögen, das wird klar, wenn man sich den Aufbau von so einer Steinpackung mal bildlich vorstellt. Die Steinpackung läuft schräg vom Ufer beginnend in den Fluss hinein. Da liegen also überall diese großen Steinblöcke und geht dann unten ins Flussbett über. Das Flussbett ist dann meistens kiesig, sandig, kann auch mal schlammig sein. Und der Fluss transportiert ja reichlich Nahrung. Und diese Nahrung bleibt immer wieder in diesen Steinpackungen hängen. Außerdem gibt es hier jede Menge Bachflohkrebse, kleine Jungfische, kleine Muscheln und so weiter. Das heißt, der Fisch weiß, hier an der Packung finde ich immer Nahrung. Deswegen ziehen die Fische immer vor diesen Steinpackungen entlang und suchen nach Nahrung. Und genau vor der Steinpackung, auf dem Flussgrund, im kiesigen Bereich, da möchte ich heute meinen Futterplatz anbieten. Und wenn die Fische kommen, dann soll mein Futterplatz so ein Stoppschild sein, so ein Stopper und die Fische am Futterplatz beschäftigen und hoffentlich kann ich dann welche fangen. Futter braucht man natürlich auch noch, da muss man keine große Wissenschaft draus machen. Für mich sind drei Eigenschaften von so einem Futter wichtig. Erstens, es muss ein qualitativ hochwertiges Futter sein, das die Fische gerne fressen. Zweitens, es braucht eine hohe Klebkraft, weil wir hier im Fluss starke Strömung haben, damit es gut zusammenhält und nicht schon auf dem Weg zum Grund sich aus dem Korb löst. Und drittens, es sollte eine gewisse Farbe haben. Ich bin ein Fan davon, mit einem farbigen Futter zu angeln. Ich bilde mir ein, dass das ganz gut ist, wenn die Fische das Futter auch visuell wahrnehmen können, also sehen können. Naja, und für diese beiden habe ich mich heute dann mal entschieden. Mit denen werde ich es probieren und das Anmachen ist, wie immer, zuerst die trockenen Bestandteile zusammen. Ja. Gut, das reicht erstmal. Dann Schluck für Schluck Wasser hinzugeben. Immer vorsichtig. Und rühren, 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 wieder ein bisschen Wasser, wieder rühren. Wir haben es schon oft gezeigt. Ihr merkt dann direkt, wie das Futter anfängt abzubinden. So, das Futter kriegt jetzt außerdem noch einen Anteil an sogenannten Ködern. Und zwar habe ich hier Maden dabei. Das sind jetzt ganz normale lebende Maden, die habe ich gesiebt, dass keine Sägespäne mehr drin ist. Und die kommen jetzt einfach ins Futter mit rein. Guter Schluck. Was ich außerdem noch dabei habe, sind tote Maden. Was sind tote Maden? Naja, das sind Maden, die sind mir beim letzten Angeln übrig geblieben. Dann habe ich über die in heißes Wasser gegossen, damit die abgetötet werden. Habe die eingefroren und jetzt habe ich sie eingefroren mitgenommen, wieder aufgetaut. Haue sie jetzt mit ins Futter rein. Vorteil von toten Maden, die können sich am Grund nicht in den Schlamm oder zwischen die Kieselsteine verkriechen, die liegen also immer am Futterplatz bereit und außerdem habe ich so für die übrig gebliebene Maden noch eine sehr gute Zweitverwertung. Also rein damit, dann geht es hoffentlich gleich mit dem Angeln los. Bevor wir jetzt unseren Futterplatz anlegen, ist es ganz wichtig, dass wir uns ein Bild machen, wie die Steinpackung unter Wasser aussieht und wo der Flussgrund beginnt, also wie weit die Steinpackung reinläuft. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Möglichkeit 1, man wirft einen Futterkorb, zählt, wie lange er zum Absinken braucht, verkürzt die Distanz, bis man eben irgendwann die Steinpackung findet. Möglichkeit 2, man nimmt eine Pose und lotet aus. Und die aus meiner Sicht bequemste, schnellste und genaueste Variante, man nimmt ein Deeper Wurfecholot. Und wie wir das mit dem Deeper machen, das zeige ich euch jetzt.
funktioniert jetzt ganz einfach. Dieper wird ins Wasser geworfen. Sobald der Wasserkontakt hat, verbindet er sich per WLAN mit dem Handy und zeigt mir hier auf dem Handybildschirm das Echolotbild an. Es gäbe auch so eine Routenhalterung, wo man dann das Handy da irgendwie drauf klemmen kann. Ich nehme einfach immer ein Stativ, so eine Handyhalterung fürs Stativ, dann habe ich hier wirklich einen wunderschönen Bildschirm und kann mir das anschauen. Ich werfe den jetzt mal raus. Da wir im Fluss sind, muss ich ihn ein bisschen oberhalb werfen und lasse den jetzt einfach mal abtreiben. Warte jetzt, bis wir hier die Tiefe haben. Oh, hier haben wir die Tiefe schon. 280. 280. Jetzt holen wir rein. 270. 270. Oh, 240. 2 Meter. Jetzt geht die Packung rauf. Und jetzt setze ich mir hier mal einen Clip. Dann habe ich die genaue Distanz. Und das richtig coole ist, ich sehe ja jetzt den Dieper, wie der auf der Wasseroberfläche treibt, und ich sehe hier genau, wie tief es ist. Ich kann mir das also wirklich visuell super vorstellen und super einprägen, wie jetzt die Packung da reinläuft. Wirklich absolut genial. So, die Entfernung zu dem Bereich, wo die Steinpackung das Ansteigen beginnt, die haben wir uns jetzt mit unserem Clip eingespeichert. Und jetzt messen wir das mal auf den Meter genau nach, wie lang das ist. Das machen wir nach dem bewährten Prinzip des Ablängens. Hier ein Stöckchen und hier ein Stöckchen, dazwischen genau 5 Meter. Und jetzt nehmen wir einfach den Dieper, hängen den am einen Ende ein, öffnen den Rollenbügel und gehen da einfach um diese Stöckchen rum. Also 5 Meter, 10 Meter, jetzt schauen wir mal. Husch, jetzt sind wir im Clip. Das heißt, dreimal rum wären 15 Meter, jetzt sind wir nicht ganz bis vor, da ist nur ein Meter Luft, das heißt 14 Meter. Und 14 Meter, das ist jetzt unsere Distanz, ich weiß jetzt genau von meinem Standplatz aus, in 14 Meter, da beginnt die Steinpackung jetzt anzusteigen und das ist jetzt eine Größe, mit der können wir arbeiten. 14 Meter ist jetzt die Distanz von hier, wo ich stehe, bis zu dem Punkt, wo die Steinpackung zum Flussgrund übergeht. Und wenn ich jetzt genau vor der Steinpackung angeln möchte, muss ich auf die 14 Meter noch ein bisschen was draufrechnen. Ich werde also die Schnur einklippen auf 20 Meter, also ein paar Meter mehr. Warum muss man da ein bisschen was draufrechnen? Erstens, man hat ein bisschen Strömung, der Korb versetzt ab und zu mal ein bisschen und dann kommt er ein bisschen zu uns her. Zweitens, wenn ich werfe, in den Clip werfe und wenn der Korb, dadurch, dass wir fast 3 Meter Wassertiefe haben, absinkt, sinkt er nicht gerade ab wie ein Stein, sondern sinkt leicht zu mir her ab. Und der dritte Punkt ist, als ich den Clip auf 14 Meter gesetzt habe, habe ich ja erst geklippt, als ich gesehen habe, dass die Steinpackung anfängt. Und da werde ich wahrscheinlich so ungefähr einen Meter verloren haben. Deswegen ein bisschen was dazugeben, 20 Meter. Und dann hoffen wir, dass da ein paar schöne Fische vorbeischauen. So, die Startfütterung steht an. Ich werde jetzt erstmal 20 Körbe rausknallen, damit die Fische schon mal ein bisschen Futter vorfinden. Wichtig bei der Startfütterung ist, da wir ja relativ starke Strömung haben, dass wir die ein Stück weit oberhalb von unserem eigentlichen Angelplatz setzen, weil das Futter ja abtreibt. Und ich mache das also so, dass ich etwa 10 Meter oberhalb einwerfe, den Korb absinken lasse. Achtung, jetzt wird es kurz mathematisch, um Gottes Willen, beim Angeln. Na, aber es geht um Folgendes. Wir haben ja gerade gesagt, Angeldistanz ist heute 20 Meter und beim Anfüttern gehen wir 10 Meter weiter nach oben, damit das Futter ein bisschen abtreiben kann und wir dann genau in dieser Futterspur angeln können. So weit, so gut. Wenn ich jetzt am Angelplatz bin, werf geradeaus 20 Meter, passt alles. Wenn ich von diesem Standplatz aus die 20 Meter nach oben versetzt schmeiße, dann ist die Distanz hier etwas kürzer. Das hat zur Folge, dass ich quasi etwa 2 Meter dichter am Ufer anfüttere, als ich dann angel. Deshalb muss man, wenn man nach schräg oben versetzt wirft, etwas mehr Schnur geben. In dem Fall bei 20 Meter Angeldistanz und 10 Meter oben versetzt, schätze ich 2 Meter mehr. So, los geht's. Futterkorb ist prall gefüllt. Maden als Köder. Raus damit. Ich habe Lust auf Fische fangen.
schön bei 20 Meter. Ich kann mir das jetzt so richtig gut vorstellen, wie das Futter da unten liegt vor dieser Steinpackung und wie da hoffentlich gleich die Fische kommen werden. Rotauge. Ein Rotauge wird das sein. Jawohl, die Rotaugen haben den Platz schon gefunden. Jetzt hoffen wir nur auf größere Fische. So, es wird Zeit für die Bonusroute. Ich lege jetzt ein Stückchen Strom ab von meinem Futterplatz. Einfach nochmal so eine Jokerroute aus. Zwei Pellets sind da montiert. Außerdem ein schwerer Futterkorb mit reichlich Futter drin in einer Schlaufenmontage. Dadurch wird die ganze Montage zu einer Selbsthackmontage. Wenn also eine Barbie beißt, hakt sie sich aufgrund des schweren Futterkorbs selber. Und die Rute wird nicht geklippt, sondern ich arbeite hier mit einer wunderschönen Freilaufrolle. Ich lege also die Rute raus und aktiviere den Freilauf. Und dann kann ich ganz entspannt sein, weil wenn dann eine Barbe beißt, dann zieht es mir nicht die Rute rein, sondern der Freilauf springt an und der Fisch kann Schnur nehmen. Ich kann ganz entspannt dahin gehen und die Rute aufnehmen. Hintergrund ist, ich kann schlecht zwei Ruten so hundertprozentig gleich überwachen und die muss ich halt dann einfach nicht die ganze Zeit so im Auge haben, sondern ich höre es, wenn der Freilauf geht. Bonusroute, mal schauen, ob sie einen Fisch bringt. Ja, bis auf der Bonusroute und das fühlt sich doch sehr stark nach Barbie an. Der gibt richtig Gas. Und jetzt, wenn man große Barben im Drill hat, immer ruhig bleiben. Mit Gewalt geht nichts, weil der Fisch, wenn der in dieser Strömung Gas gibt, da hat man nicht viel entgegenzusetzen. Wenn der da draußen sich austobt, soll er das machen, weil dann ist die Schnur weit von der Steinpackung weg. Das ist mir viel lieber, wenn er sich draußen austobt, wie wenn er jetzt hier kurz vorm Ufer Gas gibt und dann die Schnur eventuell über eine Steinpackung zieht. So, jetzt geben wir dem Burschen sanften Druck und schauen, dass wir vom Grund wegkriegen. Aber es ist ganz oft so, dass es unterhalb vom Futterplatz besser funktioniert als am Futterplatz selber, beziehungsweise dass da mal ein größerer Fisch kommt. Jetzt schauen wir halt mal. So, Fisch ist jetzt über der Packung. Ah, Kerl, der gibt Gas. Jetzt ist die Bremseinstellung extrem wichtig. Die sprengen Schnüre und Vorfäche völlig problemlos. Also bremse lieber ein bisschen leichter einstellen und dann mit dem Finger ein bisschen bremsen.
Jawohl! Barbie ist im Sack. Richtig geil. 67 cm, das kann sich sehen lassen. Richtig klasse. So, Fisch ist am Platz. Jetzt müssen wir die Fische am Platz halten und das machen wir am besten mit Maden. Damit wir da jetzt viele Maden schnell ins Wasser kriegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Klar, wir könnten das ganz normal mit dem Futterkorb machen, aber da haben wir jedes Mal relativ viel Futter und relativ wenig Maden. Das funktioniert, aber es funktioniert nicht schnell. Man kann da aber etwas gegensteuern und zwar mit zwei Möglichkeiten. Die erste, Maden kleben. Wie funktioniert das? Man nimmt Maden, schaut, dass die einigermaßen sauber sind, also gut von der Sägespäne befreit, gibt die in eine Schüssel. Dann streut man Madenkleber über diese Maden drüber. Gibt es fertig im Angelladen zu kaufen. Und zwar reichlich, so bis halt die Maden keinen Kleber mehr aufnehmen. Ab und zu mal kurz durchrühren. So, rühren hier noch ein bisschen. Jawohl, jetzt passt es. Jetzt haben die Maden alle schön abgebunden. Und jetzt braucht man nur ganz, ganz wenig Wasser. Nimm einmal die Hand, geh ins Wasser rein und nur ein so ein Spritzer. Und dann kann man jetzt die Maden hier verrühren. Und ihr seht es schon, wie die anfangen hier zusammen zu klumpen. Gut rühren. Und dann kleben die Maden eben so fest zusammen, dass man die dann einfach in den Futterkorb reinstopfen kann und ohne Futter angeln kann. Ich kriege also mit dem Korb Maden pur ins Wasser. Im Wasser löst sich der Kleber dann wieder auf und die Maden gehen aus dem Korb raus. Und der hält halt genau so lange, bis der Korb am Grund ist. Dann dauert es noch kurz, dann lösen die sich auf und die Maden sind frei. Also so kriegt man ganz schnell viele Maden auf dem Futterplatz mit Madenkleber. Die zweite Möglichkeit, schnell viele Köder auf dem Futterplatz zu kriegen, sind sogenannte Futterraketen. Die kommen zum Einsatz, wenn man keinen Madenkleber hat oder wenn man was anderes als Maden nachfüttern möchte, zum Beispiel Käsestückchen oder das hier sind so 12 mm Pellets. Hier habe ich noch 3 mm Pellets oder kleine Boilies, was auch immer. So, das ist eine normale Futterrakete, die kennt ihr, hat hier unten einen Auslösemechanismus. Futter rein, zuklappen, man wirft das Teil aus, wenn es auf die Wasseroberfläche auftritt, geht es auf und gibt es Futter frei. Hier im Fluss ganz, ganz schlecht, weil durch die starke Strömung, bis das Futter am Grund ist, das fressen dann vielleicht die Barben in Österreich, aber hier funktioniert das auf keinen Fall. Also für Strömung ganz schlecht geeignet, vor allem für starke Strömung. Aber es gibt ja zum Glück schlaue Angler und die haben eine Futterrakete entwickelt, die erst am Boden auslöst. Und zwar funktioniert es über dieses Stäbchen hier. Erst wenn dieser Stab unten mit dem Gewässergrund in Kontakt kommt, löst es aus. Ansonsten funktioniert es genau gleich. Man macht auf, füllt Futter rein, macht zu. Aber es geht eben erst bei Kontakt mit dem Grund auf. Nicht an der Oberfläche, sondern erst auf dem Grund. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ich kann eben zum Beispiel so Käsestückchen oder kleine Pellets oder was auch immer oder auch Maden, was ich möchte, direkt auf dem Grund füttern. Ich habe nicht das Problem, dass mir die Strömung das wegtreibt. Außerdem ist hier unten in diesem schwarzen Bereich noch ein Gewicht drin. Das sind so Bleischeiben, das kann man anpassen. Ich habe hier natürlich bei der starken Strömung das höchste Gewicht. Das sind dann um die 100 Gramm. Damit es auch wirklich schnell zum Grund runtergeht. Naja, und das Teil befüllt man und dann feuert man das raus. Das ist natürlich relativ schwer und ich nehme dazu immer so eine alte Pilgrute. Da muss ich nicht aufpassen, da kann nichts mehr kaputt gehen. Einfach volles Rohr raus und dann kann man eben mit so einem Teil schnell viele Köder auf den Futterplatz kriegen. Ganz kurz mal was zum Angelgerät, mit dem ich heute hier in der Steinpackung unterwegs bin. Die erste Rute, das ist die, die geklippt ist und mit der ich mit Maden angel. Das ist eine Balzer Aramis Heavy Feeder Rute mit 250 Gramm.
Das Spannende an dieser Aramis-Serie ist, die Routen werden immer mit der passenden Rolle gleich ausgeliefert. Die gibt es also als Set. Und hier habe ich eine Allegra 6550 Feeder drauf. Und die hat ein absolutes Wahnsinns-Feature zum Feedern auf große Friedfische. Ihr kennt ja die Problematik, wenn wir einklippen, haben die Rute draus und dann beißt ein großer Fisch und der will Schnur nehmen. Dann ist die Schnur im Clip gefangen. Wenn der Fisch sehr schnell Schnur nimmt und wir den Clip dann nicht irgendwie rauskriegen, dann knallt das Vorfach durch. Da kann man sich jetzt behelfen, das habe ich in der Vergangenheit ganz oft gemacht, mit dem Gummi, den man über die Spule legt, dass man dann den Gummi vielleicht durchreißt, wenn man Glück hat. Oder aber man geht dem Fisch ein Stück entgegen und schlägt den Clip raus. Groß entgegengehen kann ich aber hier in der Steinpackung nicht, sonst stolper ich ja. Und da hat die Firma Balzer wirklich ein geniales Teil erfunden, und zwar einen sogenannten Release-Clip. Man sieht den hier. Das ist ein Clip aus Gummi und der funktioniert so, wenn man den auswirft, der hält ganz normal, aber wenn man dann anzieht, also wenn der Fisch Schnur nimmt, dann löst der aus. Ich zeige euch das einfach mal. Ich werfe jetzt mal aus, dass ihr auch seht, dass der hält. Einfach mal raus damit. So, der Korb ist jetzt draußen. Beim Abstoppen des Wurfes hält der Clip bombenfest. Da passiert gar nichts. Aber wenn jetzt ein Fisch richtig Schnur nimmt, dann passiert an dem Clip Folgendes. Ich simuliere das einfach mal. Habt ihr das mitbekommen? Zack, hat es einfach die Schnur aus diesem Gummiclip rausgezogen. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man auf größere Friedfische, vor allem auf Barben, angelt. Wenn da mal eine große Barbe drauf geht und die nimmt richtig Schnur, dann macht der Clip meine Arbeit. Und das ist wirklich ein richtig, richtig hilfreiches Feature. So, Fisch auf der Bonusroute. Keine Barbe, was anderes. Oh. Lecco mio. Richtig geile Praxe. Boah, geiles Gerät. Riesenpraxen. Boah, geil. Ein richtiger Klodeckel. Richtig geiler, Riesenpraxen. Yes! Richtig klasse! Die zweite Route, die ich im Einsatz habe, das ist die, die ich etwas stromab mit den Pellets gelegt habe. Das ist eine Okuma Zeima River Feeder mit einem Wurfgewicht größer 150 Gramm. Und das Wurfgewicht kann ich absolut bestätigen. Denn hier sind jetzt 140 Gramm dran und wenn das noch befüllt ist, sind es ja locker 150 Gramm. Und das wirft die Route absolut spielend. Da geht noch weit mehr. Die Route fische ich ja mit Freilaufrolle, deswegen habe ich mir da auch eine Zeima Freilaufrolle drauf gemacht. 6500er bzw. 65er Größe, macht einen super Job, ist ultra robust, Freilauf absolut zuverlässig und eine richtig gute Bremse. Eine schöne Kombo, die mir viel Spaß macht. So, bei mir hat jetzt längere Zeit nichts gebissen, deswegen hole ich jetzt einfach mal die Route ein, um einfach mal eine Köderkontrolle zu machen. Und wenn man in der Steinpackung angelt und die Ruten einholt, da gibt es auch eine Sache zu beachten. Man muss schauen, dass man den Korb beim Einholen so schnell wie es nur geht vom Grund wegkriegt und versuchen, den so schnell wie es geht an die Wasseroberfläche zu kurbeln. Weil wenn man da so ganz behäbig la 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 kurbelt, dann kurbelt man den Korb direkt in die Steinpackung rein und dann hat man garantiert einen Hänger. Deswegen ist es auch wichtig, große Rollen zu verwenden, die viel Schnurfassung haben und die einfach einen großen Weg machen, damit man einfach ganz schnell einkurbeln kann. So, und schon ist der Korb wieder da und es ist keine Gefahr, dass ich in der Steinpackung hängen bleibe. Jo. Besserer Fisch. Schauen wir mal, was das ist. Steht ganz gut drin. Ich
Jo, wieder so eine riesengroße Brakte. Richtiger Bronzebuckel. Richtig klasse. Yes, yes, yes. Richtig schöne Brakse. Ja, genau auf die habe ich es heute abgesehen. Richtig schöne, dicke, große Friedfische gibt es vor der Steinpackung. Ich zeige euch mal ganz kurz die Montage, mit der ich heute unterwegs bin. Auf beiden Routen habe ich eine 0,35er Monofilschnur als Hauptschnur und jeweils eine sogenannte Schlaufenmontage. Besonderheit bei der Schlaufenmontage, der Futterkorb läuft in so einer Schlaufe. Der Futterkorb kann sich nur eben diese 20-30 cm, wie lang eben die Schlaufe ist, bewegen und wird dann hinten gestoppt. Dadurch erziele ich einen Selbsthake-Effekt und der Fisch hakt sich selber. Vorteil, ich habe die Fische immer sauber gehakt und die Fische hängen immer vorne. Wenn ich mal einen untermaßigen Fisch fange, kann ich den wunderbar lösen. Weiter geht's mit dem Vorfach, das ist eine 0,32er Mono und am Ende kommt ein Haken mit Maden dran. So, und beim Haken, da gibt es auch eine kleine Besonderheit. Ich persönlich mag gerne beim Fiedern eher kleinere Haken, weil ich gern die ganze Palette an Friedfischen beangel. Kleine Haken und große Friedfische wie starke Barben oder so, das passt schlecht zusammen, weil die biegen die Haken auf. Aber es gibt kein Problem, für das die Angelgeräteindustrie nicht eine gute Lösung hätte. In dem Fall sind es extra strong Fiederhaken. Es sind also Fiederhaken, die nochmal extra stark sind und die Barben nicht aufbiegen können. Man kann also hier mit einem 12er Haken problemlos jede Barbe fangen. So, ich mache Feierabend. Ich bin jetzt richtig durch nach so einem heißen Angeltag. Ich hoffe aber, ich konnte euch das Thema Friedfischangeln an der Steinpackung ein bisschen näher bringen. Und wenn ihr mal gerade keinen passenden Angelplatz findet, geht doch mal in die Steinpackung, probiert es doch mal aus. Dafür wünsche ich euch viel Petri Heil. Bis zum nächsten Mal. Servus.